So, ich glaube, wir hatten das letzte Mal aufgehört. Da war gerade der Angriff, oder? Kann das sein? Ja, und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, Handgranaten zu werfen. Das Keine war Ahnung. ja, das war ja schon ein bisschen dann vor. Das war ja schon der Angriff davor, Das weiß ich nicht oder? mehr. Wir haben jetzt schon hochwertige Metallrüstung, ne? Hitzeresistente, hochwertige Metallrüstung. Habt ihr jetzt auch schon welche? Nein, du bist doch gerade Nein. erst Level 40 geworden. Ich habe nämlich schon eine an. Nee, da musst du mal für uns auch Ah, was machen. ich stoße zu. Ich auch zwar hitzeresistent, aber nicht hochwertig. Ja, wo kann man die herstellen? Hier, die hier an dem An Band? der Nee. Werkbank. Nee, an der Werkbank geht's nicht. An irgend so einem Dings. Fließband dann wahrscheinlich. Ja, hier. So, zwei Stück kann ich herstellen. Ja, ich sag mal, das nächste wäre dann eigentlich, dass wir uns dann langsam darauf vorbereiten, den nächsten Boss zu treffen, quasi. Ja. Und dafür brauchen wir ja die Rüstung. Weil der ja in dem. Der dritte Boss ist in dem Vulkangebiet, oder? Glaub schon, ja. So, Florian, dein ist auch fertig. Und wir bräuchten dann jetzt halt auch schon mal langsam Ultrasphären für das Gebiet, ne? Was fehlt uns denn da? Ach so, hochwertige Metallbarren. Warte mal, bevor wir jetzt das machen, würde ich mal ganz kurz gucken, dass wir für den Jens auch gleich noch eine Rüstung bauen. Nicht, dass dann. Florian, du hast deine jetzt genommen. Ja. Ich habe auch. Okay, dann schmeiße ich hier noch mal eine an. Das ging nicht. Es geht schon wieder nicht. Keine Ahnung, kann mir jemand von euch gucken? Florian, du vielleicht als Host? Was soll ich denn gucken? Ich kann. Achso, du hast es nicht gelernt. Ich kann keine Nee. Rüstung mehr anschmeißen. Du bist der Einzige, der es aktuell kann, Das ist Robert, weil schlecht. wir alle noch nicht das Level haben. Dann vielleicht mal aus dem Spiel raus und wieder rein. Ich schmeiß mal ein paar hochwertige Metallbarren an. Das geht. Also es liegt schon wieder an dem. Na, oder fehlt Ja, es Material? fehlt wahrscheinlich irgendwas, aber ich sehe es nicht. Was fehlt? Ach, du kannst das Rezept gar nicht auswählen. Doch, das Rezept kann ich auswählen, aber er übernimmt es nicht. Und das war neulich so, als irgendwas gefehlt hat von dem. Steffi, kannst du. Achso, du siehst das nicht. Ja. Warte mal, ich guck mal kurz im Stream, ob ich da was sehe, aber. Na, Feuerdrüsen sollte es nicht sein. Ja, hochwertige Metallbarren sind es halt, die fehlen, glaube ich. Er sagte nämlich immer noch, wir hätten noch 80, aber ich glaube, wir haben eben alle verbraucht. Na so. Das wird das Problem sein. Was brutzelt er hier? Er zündet. Ja, Hochwertige Metallbahn. bei mir sieht es aus, als ob er die Betten versucht anzuzünden. Ja, das auch. Denn wir brauchen ja für die Ultrasphären, brauchen wir dann auch hochwertige Barren, ne? Ja. Carbonfaser, Zement haben wir ja noch einiges. Palladium wird Ja. man noch ein bisschen brauchen. Ich gehe mal in der Zeit in eine Höhle und guck mal, ob ich da ein bisschen Palladium rausholen kann. Denn Steine würde ich nicht alle verbrauchen, denn wir werden noch den einen oder anderen Stein brauchen. Ja. Weil wir ja auch für die na, für die Sphären brauchen wir auch Steine. Das. So, halt, hier geblieben.
Ja, denn ich sag mal, so insgesamt ist ja schon das Ziel, dass wir alle vier Bosse besiegen, ne? Sind es nicht fünf? Oder fünf? Dann wäre das Ziel, alle fünf zu besiegen. Denn, also, ja, weiß nicht, ob ich jetzt wirklich schon alle Pelz fangen würde. Also, dass man von jedem 10 hat oder so. Das glaube ich einfach nur gegrinde. Zumal ja auch noch weitere Updates kommen werden. Ja. Also würde ich sagen, Ziel ist erstmal die Bosse alle zu legen und dann nehmen wir weiter. Vielleicht ist bis dahin schon das nächste Update draußen. Ich muss mal gucken, ob ich die Viecher alle schon habe hier. Ach ja, die fehlen mir noch auf jeden Fall. Depressus habe ich gar nicht alle. Was sind da los? Bin mal gespannt, wann der Jens aufkreuzt. Nee, oder ist er ja im Steam. Ich hatte ihm WhatsApp geschrieben. Ja, der wird vielleicht gerade abwesend sein oder so. Kann schon sein. Doch nicht weg. Ja. Also ihr wartet jetzt, bis die hochwertigen Metallbarren durchgeschmolzen sind, oder was? Ich versuche gerade ein Fellbad zu fangen. Ja. Bist du auch in einem Dungeon drin? Ja. Ein Peldium zu holen. Nee, Bosskampf halt. Gut, aber wir sollten zusehen, dass wir auch immer das ganze Peldium aus den Dungeons mit rausholen. Es fehlt einfach, in dem Peldex fehlt einfach eine Suchfunktion. Oder ich bin zu blöd, die zu sehen. Was fehlt da? Eine Suchfunktion. Ach so. Ja, die gibt's tatsächlich nicht. Brauchen wir dann nochmal Munition für das Einzelschussgewehr, bevor wir uns dem Boss stellen? Wäre nicht schlecht, ich habe bloß noch 40 Munition. Ja, ich habe 78, aber das wird auch nicht reichen. Das ist jeder halt so mit. Irgendwie habe ich jetzt auch gerade einen Bug. Ich wollte hier gerade so einen Relaxaurus Lux fangen. Hab jetzt meinen Pal zurückgerufen und jetzt ist der Dino auch weg. Ja. Der ist wahrscheinlich zusammen mit dem Dick Toys in die Sphäre oder so. Na, hast du jetzt wenigstens gefangen? Nein, der ist einfach nicht mehr da. Na, dann schmeißt du das Dick Toys wieder raus. Ja, da kommt auch nur mehr Dick Toys. Ach, scheiße. Kann ich den gar nicht fangen? Alter, es kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo so ein blödes Ruby rumläuft. Da brauche ich bloß noch eins. Was? Rubies? Ist ja. Müsste ja alles voll sein in dem Startgebiet, oder? Oder in den Startgebieten? Ja, ich sehe ja alles bis auf Rubies. Haben wir Tag oder Nacht? Tag. Und die sind tagsüber unterwegs. Ja. Ich dachte vielleicht, dass Nacht ist und dass die. Ah, ist ein Ruby. Sehr gut. Ist vielleicht gerade alles voll mit Depressus, Sokrates und wie sie alle heißen ist. So, jetzt habe ich die auch voll. So. Du bist auch ordentlich am Farmen hier.
Na. Pancakes brauche ich noch. Ja, das ist halt so ein bisschen schade. Ja, Pancakes brauche ich auch. Aber die kann man ja auch später dann so fangen. Muss ja nicht den Boss fangen unbedingt. Na, Pixies brauche ich noch. Ja. Es ist ja dann, wenn wir hier die ja, die hochwertigen hitzeresistenten und kälteresistenten Rüstungen haben, ja, können wir ja dann in die Gebiete gehen, wo wir dann auch mal die anderen Viecher fangen können. Ach, Florian, hier sind übrigens Rubies, ne? Ich hab's schon voll jetzt. Naja, der Boss ist hier in Ruby und... Ach so. Da noch drei Rubies rundherum. Pixies waren hier unten. Ich hab gleich keine grünen Sphären mehr. Aber rote habe ich einige. Jetzt reicht's mir hier. Blödes Mistvieh. Wie werfe ich dich einfach mit blauen, solange bis du drin bleibst. Ich sehe gerade, dass mein Verlierer gerade mal Stufe 16 ist. Hatte ich das getauscht? Ja, wir hatten relativ frische bekommen. Stimmt. Das ist auch gar nicht so schlecht, das Vieh. Aber ist natürlich für einen Bosskampf noch ziemlich ungeeignet. Aber das müsste auch... Was ist denn der dritte Boss? Weißt du das, Florian? Zufällig, nee. Gerade auswendig? Nee. Aber ich kann es schnell mal googeln. Ja, kannst du auch machen. Alle Bosse mit Standorten, ja. Okay, der dritte ist Alex und Orserk. Orserk, hm, das ist ein Elektrophie. Brauchen wir. Ja. Können wir Dings nehmen. Hier. Erde. Anubis. Anubis, ja. Aber mein Anubis ist auch gerade mal Level 26. Da hat man auch irgendwie ausgetauscht, ne? Hm. Wie sind das? Die kriegen auch einen Haufen Erfahrung, wenn ich Pelz fange, oder? Glaub schon, ja. Was ist denn das? So. Hä, wieso laufen jetzt hier auf einmal Söldner durch die Welt? Wo durch die Welt? Sonst durch die Base oder was? Nö. Da wo ich gerade bin, um Fixies zu fangen. Keine Ahnung. Na, Fixies habe ich glaube ich auch noch nicht voll. Wenn ich die jetzt vollkriegen würde, wäre ich trotzdem noch nicht. Doch, wo könnte ich Level 40 werden. Meine gelben Sphären sind weg. Sind hier irgendwo einsortiert worden gerade. Hm. Also irgendwann müssen wir das auch nochmal alles durchsortieren hier, den Kram. Die Kisten. So, ich guck mal, ob wir jetzt hier... Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Wir müssen mal ein bisschen sortieren, glaube ich. Also das ist hier... Ist ja jeglicher Quatsch drin.
Essen habe ich jetzt hier noch. Nee, war doch so Ausrüstungsgerümpel drin, ne? Das lassen wir wieder rein. Essen behalte ich jetzt erstmal in der Hosentasche. Ist ja alles querbeet hier irgendwie. Bist du gerade im Lager, Robert? Ja, bin gerade im Lager. Status mit den Eisenbahnen. Waren gerade welche fertig? Wieso brauchst du welche? Nee, ich meine wegen der Rüstung. Die ist schon in der Mache, die Rüstung. Achso. Das nehmen wir mal da raus. Halt das. Na doch. Okay. Das ist keine Frucht. Nein, Quatsch, das war meine. Keine Ahnung, also irgendwie ist das hier alles schlecht sortiert, habe ich das Gefühl. Okay. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Kram verkaufen. Also, oder halt. Meinst du, weil wir einfach so viel Kram haben? Ja, wir haben hier so alten Kram, den keiner so braucht. Keine Ahnung, wir haben hier hitzeresistente Fellrüstung, kälteresistente Fellrüstung, Metallrüstung. Ich sag mal, gut, das hitzeresistente, kälteresistente kann man mal gebrauchen, wenn man tatsächlich mal drauf geht in so einem Gebiet und dann nochmal dahin muss, dann ist das gar nicht so schlecht, wenn man das hat. Aber ansonsten ist das ziemlicher Quatsch. So, jetzt bin ich auch Level 40. GZ. Also den Schmuck müssen wir auf jeden Fall woanders hin tun. Das ist ja alles übelst viel. Das ist alles voll hier mit so einem Zeug. Halt die Granate nicht. Mhm. Haben wir denn schon irgendwo eine Kiste? Man könnte natürlich auch noch Rüstung und Waffen trennen voneinander. Was haben wir denn hier in den Kisten drin? Na gut, das ist natürlich. Also diese ganzen kleinen Kisten, das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Oh, verdammt. Ich könnte natürlich sagen, wir machen hier irgendwo die grünen Rezepte rein, hier die blauen Rezepte.
Das kann auch damit rein. Was haben wir denn hier? Ich habe hier noch ein Ei, das lag hier irgendwo rum. Random. Ja, dann leg's rein. Haben wir drüben eine Kiste? Achso, wir haben sogar was frei. Okay. Ja, je größer das Lager ist und je später man im Spiel ist, umso mehr Gerümpel muss man halt auch immer wegsortieren, ne? Hm. Also ich habe jetzt hier mal ein bisschen sortiert in den Kisten zumindest, dass nicht alle Kisten übervoll sind, sondern das war jetzt ein bisschen, ja, also dass wir nicht in mehreren Kisten die gleichen Stacks drin haben. Also die Rüstung, ja, von Jens ist fertig. Hochwertigen Metallbarren noch nicht alle. Carbonfasern fehlen uns jetzt. Sag mal, haben wir, was ist denn das hier für ein Waffenfließband? Ach so. Die Rüstung für Jens kann ich aber anders hinpacken. Carbonfasern, die würde ich aber aus Holzkohle herstellen, oder? Oder haben wir kein Holz? Wie ist denn unser Holzbestand? Kann ich dir gar nicht sagen. 9000 Holz, hör mal. Ja, da sollten ja ein paar Carbonfasern drin sein. Ich würde mal so 1000 Holzkohle herstellen. Da kriegt man, glaube ich, 200 Carbonfasern. Oder soll ich eher so 5000? Man kann hier leider nicht draufbleiben. Ich muss hier die ganze Zeit klicken. Hm. Ja, du kannst doch links und rechts die Pfeile auswählen. Wie, was meinst du damit? Ja, wenn du die Menge... Ja, ja, schon. Ich klicke ja auf den Pfeil. Ach so. Aber bis ich da 5000 eingestellt habe, geht hier halt ein bisschen Zeit. Also. 5000 wird wahrscheinlich sowieso nicht. Das ist wahrscheinlich zu viel. Ich mache mal 2000. Jetzt pennen alle Viecher. Ich weiß nicht, wollen wir uns auch mal hinlegen? Ich will jetzt eigentlich gerade ein paar Sachen fangen. Sind die schlafen? Okay. Ja. Müssen uns ja nicht hinlegen. Ich bin gerade dabei, Liffmank-Statuen zu sammeln. Sieht man nachts auch besser, ja. Ja, ich brauche noch ein paar Depressos. Habe ich gesehen, 3 Stück sogar. Gucken, ob ich irgendwo welche finde. Aber das sollte ja nachts auch möglich sein. Habt ihr Dings gefunden? Palladium? Nee. Habe ich jetzt nicht so aktiv gesucht. Na gut, dann ist ja egal. Aber ich kann gleich nochmal in so einen Dungeon gehen. Ja, ich kann auch nochmal in den Dungeon gehen. Ich hatte jetzt erstmal hier den Dungeon bei uns, direkt vor der Tür. Gemacht. Den einen. Nicht hier drüben auch noch einer. Ich muss mir das ja auch mal markieren. Ich habe mir die im Singleplayer alle Dungeons, die ich gefunden habe, habe ich mir einfach auf der Karte markiert. Alter, wieso mache ich denn One-Shot bei einem Level 26 Tier? Ja, wenn die schlafen, musst du aufpassen. Ja, was mich gerade irritiert ist, wieso liegen hier unweit unserer Base einfach 5 Marmorests rum? Habe ich die schon voll?
Das ist immer so ein bisschen das Nervige, dass du dann halt ständig am Suchen bist. Brauche ich. Nee, habe ich noch nicht voll. 4 Stück fehlen mir noch. Oh, was ist. Oh, oh. Okay. Ach du Scheiße. Möchte jemand noch mit gegen Livmanx, Maures kämpfen? Ich bin zu weit weg, um da jetzt zeitnah zu dir zu kommen. Was heißt zeitnah? Ich werde dir noch eine halbe Stunde kämpfen. Ich das hier richtig einschätze. Naja, ich mache halt keinen Schaden gegen die Viecher. Wieso machst du keinen Schaden? Weil mein Valeris erst Stufe 16 ist und die sind alle Level 34 und 35. So. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, da hast du noch was anderes dabei, oder nicht? Ja, aber kein Feuervieh. Ja, und? Wenn ich ein anderes raushole, ist es auch instant tot. Wenn ich nicht drauf sitze, drehen die das sofort um. Mhm. Ich kann es probieren, klar. Ich kann jetzt mal, was kann ich hinschmeißen? Ich kann hier meinen Level 26 Anubis kann ich hinschmeißen. Warte, da. Geh zum Angreifen. Tot oder fast tot. Das dauert nur Sekunden. Hm. Wieso musstest du denn auch gleich alle angreifen? Ich habe eins angegriffen. Und es leckt heute wie Sau irgendwie. Ich hab hier ständig Probleme. Also mein Internet ist stabil. Keine Ahnung. Also bei mir leckt's wie Sau, das Spiel. Lädst du irgendwas im Hintergrund runter? Nicht, dass ich wüsste. Alter. Oder liegt das an den vielen Marmores, die hier rumeiern? Das Jormund-Tide, weiß ich nicht, ob ich das schon fangen kann, Level 45. Da werden die Sphären nicht reichen. Also wirst du die besseren brauchen. Also ich habe ja schon Ultrasphären dabei, aber... Die reichen nicht. Da brauchst du legendäre Sphären. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Jormontide war das Wassertier, oder? Ja. Das, was du züchten wolltest, ja. Ja. Ah, super. Das war's jetzt hier für mich. Achso, erstmal einen guten Abend. Hi, erstmal, ja. Weil vorhin hab ich zwar gesagt, aber da hat mich keiner wahrgenommen. Ich hab's nicht das hat auch gehört. Keiner gehört, Jens. Du bist nach wie vor viel zu leise. Ja, weil ich halt leise sprechen muss, weil ich hier sonst die Kinder aufwecke. Ja, das aber ist halt dann so, dann. Brauchst du nicht zu wundern, das würde ich nicht hören. Oh je, wie lange habt ihr jetzt hier noch weitergespielt? Wie noch weitergespielt? Ist das eine halbe Stunde online? Ja. Ja, hier liegt 1000 Eier rum. Was, 1000 Eier? Ja. Vielleicht haben wir keinen, der sie einsammelt. Weiß ich nicht. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann langsam mal die Tiere da rausnehmen. Weil ich weiß auch gar nicht mehr, was genau ich hier gerade gezüchtet hatte eigentlich. Wie, jetzt rennt das Marmorest jetzt weg, oder was? So, die habe ich jetzt auch voll. Lass mich doch mal aufsitzen, bitte, hier. Kriegen die Viecher eigentlich auch Erfahrung, wenn sie tot sind?
Nee. Doch, kriegen sie. Echt? Ja, kriegen sie. Okay, jetzt habe ich Marmorest zumindest schon mal voll. Kann allerdings nicht mehr rumfliegen, weil mein Verlierer tot ist. Was hat denn das hier für blöde Attacken? Brauchen wir eigentlich noch Eisen oder haben wir davon genug? Dungeon hier ist wieder da. Dann werde ich da nochmal ein bisschen. Achso, halt. Was? Mist denn? Hör doch bitte auf. Chill it. Das macht hier einfach alles kalt. Was ihm in die Quere kommt.